War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation-states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of world war had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Ja, liebe Leute, und damit willkommen zu Fallout. Ich bin der Bruger und ihr seid hier gelandet bei meinem neuen Mini-Projekt. Kommt jetzt jeden Sonntag und ich werde wohl immer so eine Stunde machen pro Part. Ja, ich habe bereits Fallout 3 und Fallout New Vegas Let's Played und jetzt habe ich mich mal an das hier gewagt. Ihr habt es euch schon ein paar Mal gewünscht und ich habe mir gedacht, warum nicht? Warum nicht? Ist zwar ein bisschen störrisch, ich habe schon damals zu Fallout New Vegas, als ich es anfing, habe ich mal ein paar Stunden reingespielt. Also ich habe mal rumprobiert, ich habe mal da eine Stunde, da eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde mit einem Charakter. Aber ich habe es nie wirklich weit gemacht. Also keine Sorge, es wird großteils blind werden. Ich werde euch dann sagen, wenn es soweit ist. Fangen wir an mit einem neuen Spiel. Und wir können uns hier schon mal einen vorgefertigten Charakter aussuchen. Es ist leider komplett in Englisch von der Sprachausgabe, aber zumindest die Untertitel sind alle Deutsch, beziehungsweise Texte. Ja, gibt's auf GOG für ein paar Euro und wer sich da nicht irgendwie schrecken lässt von der alten Bedienung und der Grafik, der kann zuschlagen. Ich find's schön. Es ist wirklich schön. Ja, wir haben auf jeden Fall einmal Max, dann haben wir Nadalia und wir haben Albert. Das sind die drei Charaktere, die einem vorgeschlagen werden. Er ist halt sehr charismatisch und ansonsten nicht sehr viel. Er ist sehr stark, aber ziemlich doof. Und sie ist ziemlich geschickt. Naja. Oh, sie ist auf Englisch? Die sind alle auf Englisch, die Texte. Waren die nicht mal auf Deutsch? Letztes Mal? Ich weiß es nicht. Egal, wir machen eh einen eigenen Charakter. Warte mal, zurück. Kann ich da nicht nochmal zurück? Warte mal, abbrechen. Also, wir können hier Albert als Vorlage nehmen. Und den bearbeiten wir dann nochmal. So, ich habe mir da schon ein bisschen was zurechtgelegt. Denn, ich hoffe mal, man sieht übrigens die Zahl hier oben nicht. Das ist mein Aufnahmeprogramm, DxStory. Naja, auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall auf einen sehr intelligenten Charakter gehen, der ganz gut schießen kann. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, warte mal, Stärke brauche ich jetzt nicht so viel, da werde ich sogar mal eins wegnehmen, leidlich, oder? Ich weiß es nicht. Wir lassen das mal so, weil Stärke brauche ich nicht sehr viel, glaube ich. So, Perception, ich lese das mal kurz vor. Stärke, rohe körperliche Gewalt, große Stärke ist für körperbetonte Figuren wichtig. Beeinflusst Trefferpunkte, Schaden im Nahkampf und Tragekapazität. Das ist uns nicht so wichtig. Ich werde nämlich aufpassen, dass die Gegner gar nicht erst an mich rankommen. Wahrnehmung. Fähigkeit, ungewöhnliche Dinge zu sehen, zu hören, zu schmecken und wahrzunehmen. Eine gute Wahrnehmung ist zum Beispiel für Scharfschützen wichtig. Aha. Beeinflusst Reaktions- und Distanzkampffaktoren. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall, oder? Ich würde sagen, 7 nehmen wir da, oder? Das ist jetzt nämlich toll. Dann können wir auf jeden Fall viel besser sehen. So, Endurance, also Ausdauer. Ihr seht ja übrigens, das ergibt, die Anfangsbuchstaben ergeben Special. Wir sind nämlich was Besonderes. Und deswegen Special. So, Ausdauer, Endurance. Kondition und Belastbarkeit. Eine Figur mit hoher Ausdauer überlebt, wo andere längst sterben. Beeinflusst Trefferpunkte, Resistenz gegen Gift und Strahlung, Heilung, Zusatztrefferpunkte pro Level. Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich kann mir da gar nicht so viel erlauben, weil ich möchte viel in Intelligenz gehen.
Naja, gucken wir mal. Charisma. Kombination aus äußerer Erscheinung und Charme. Ein ausgeprägtes Charisma ist für Figuren wichtig, die Menschen mit Worten beeinflussen wollen. Beeinflusst Reaktionen von inaktiven Figuren und Preise beim Handeln. Charisma werde ich jetzt auch nicht skillen, denn ich wollte was anderes nehmen. Hier gibt es nämlich noch was, das sich nennt Gambling. Also, haben wir es denn? Unbewaffnet? Nein. Schleichen, öffnen, stehlen, Falle, Wissenschaft, reparieren, reden, handeln. Ich glaube, handeln war's. Damit können wir nämlich ganz gut handeln. Also Gambling heißt ja eigentlich spielen, aber ich habe das auch auf Englisch gehabt. Kann das sein? Mir fällt es gerade so ein. Egal. Auf jeden Fall handeln werde ich dann hochskillen. Was haben wir noch? Intelligenz. Intelligenz ist sehr wichtig für mich. Intelligenz. Wissen, Weisheit und schnelles Denkvermögen. Eine hohe Intelligenz ist für jede Figur wichtig. Beeinflusst Anzahl der neuen Fähigkeitspunkte pro Level, Dialogoptionen und viele Fähigkeiten. Genau darum geht es mir, weil ich möchte viele Dialogoptionen mitnehmen. Das ist nämlich ganz wichtig. Beweglichkeit, Koordination und geschickte Bewegung. Eine hohe Beweglichkeit ist für jede aktive Figur wichtig. Beeinflusst Aktionspunkte, Rüstung, Reaktionen und viele Fähigkeiten. Da mache ich auch ein bisschen. Und Glück haben wir noch. Schicksal oder Karma. Ein extrem hoher oder niedriger Glückwert wirkt sich auf irgendeine Art auf die Figur aus. Ereignisse und Situationen ändern sich abhängig davon, wie viel oder wenig Glück eine Figur hat. Da kann ich den letzten Punkt noch reinstecken, dann ist alles gut. So, jetzt haben wir noch hier die Übersicht, Tragekapazität, die Aktionspunkte, das sind unsere Wattspunkte, die sind hier noch sehr wichtig. In Fallout 3 und Vegas fand ich die jetzt nicht so wichtig, da ich es ja mit Maus und Tastatur gespielt habe. So, Schaden im Nahkampf ist ziemlich schlecht. Verletzungsresistenz, das ist, dass wir zum Beispiel, wie soll ich sagen, ja, dass wir weniger Schaden abkriegen einfach. Vergiften ist ein bisschen reduziert, die Chance. Strahlungsresistenz ist nicht so gut. Reaktionen, das heißt, dass wir, glaube ich, als erstes drankommen. Es ist immer so ein bisschen rundenbasiert. Es gibt hier keine Echtzeitkämpfe, glaube ich. Heilung 1, ja, am Ende jedes Tages halt deine Figur einen Trefferpunkt, wow. Und die Wahrscheinlichkeit im Kampf einen kritischen Treffer zu landen, wird um diesen Prozentsatz erhöht. 6% kritisch. So, jetzt können wir uns nämlich hier aussuchen. Es gibt noch Zusatzmerkmale, die haben alle einen Vor- und Nachteil in der Regel. Schneller Stoffwechsel. Dein Stoffwechsel ist zweimal so schnell wie normal. Du bist daher gegen Strahlung und Gift weniger resistent, dafür halt dein Körper aber auch schneller. Das ist Mist. Schläger ist auch nichts für uns, aber ich lese es mal vor. Du bist zwar ein bisschen langsamer, aber dafür auch ein bisschen größer. Du schlägst nur selten, aber dafür richtig zu. Du hast insgesamt weniger Aktionspunkte, aber dafür bist du stärker. Kleiner Körperbau. Du bist zwar nicht so groß wie die anderen Waldbewohner, aber das war noch nie ein Hindernis für dich. Du kannst nicht so viel tragen, dafür bist du aber beweglicher. Ist auch nichts für mich. Einhändig. Eine deiner Hände ist bedeutend besser als die andere. Du bist hervorragend im Umgang mit einhändigen Waffen. Beidhändige Waffen bereiten dir allerdings Probleme. Das ist nämlich auch schlecht. Treffsicher. Bei deinen Angriffen bist du sehr treffsicher. Du verursachst zwar nicht so viel Schaden, dafür landest du aber mehr kritische Treffer. Ja, das sehen wir gleich noch, ob ich das nehme. Ich weiß es noch nicht. Man kann, glaube ich, zwei auswählen. Kamikaze. Du behältst in gefährlichen Situationen einen klaren Kopf und kannst daher schnell reagieren. Deine Rüstung ist im Wesentlichen deine Kleidung. Dafür bist du aber im Kampf reaktionsschneller. Das ist auch nichts für mich. Faustkämpfer sowieso nicht. Du schlägst zwar härter, aber nicht besser zu. Deine Angriffe sind äußerst brutal, aber ihnen fehlt die Genauigkeit. Du landest selten einen guten Treffer, dafür richtest du aber im Nahkampf mehr Schaden an. Ein Schnellschütze. Du hast keine Zeit für gezielte Angriffe, da du überdurchschnittlich schnell angreifst. Die Verwendung von Waffen kostet dich einen Aktionspunkt weniger. Das ist auch Quatsch. Wilder Kämpfer. Die Ironie des Schicksals will es, dass Menschen um dich herum gewaltsam sterben und du immer Zeuge eines besonders grausamen Todes wirst. Naja, verhext. Das Gute ist, dass alle um dich herum im Kampf böse Fehler machen. Das Schlechte ist, dass dir das auch passiert. Umgänglich. Du hast in deiner Jugend weniger Kampffähigkeiten gelernt, sodass du mit niedrigeren Anfangswerten beginnst. Dafür sind deine Fähigkeiten Erste Hilfe, Arzt, Reden und Handeln besser ausgebildet. Das ist auch nichts für mich. Du wirst leichter von den Präparaten, die du einnimmst, abhängig. Die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist doppelt so hoch wie normal. Dafür erholst du dich aber auch schneller von den Nebenwirkungen. Ja, das ist auch Quatsch, weil man kann Medikamente einnehmen oder Drogen. Stabil. Die Präparate, die du einnimmst, wirken auf dich nur halb so lange wie normal und die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist ebenfalls nur halb so hoch. Naja. Nachtmensch. Als Nachtmensch bist du dann in deinem Element, wenn die Sonne untergegangen ist. Deine Intelligenz und Wahrnehmung sind nachts besonders gut, dafür tagsüber beeinträchtigt. Das ist auch schlecht. Du hast viel Zeit in die Ausbildung deiner Fähigkeiten gesteckt, sodass du mit höheren Anfangswerten beginnst. Dafür erhältst du weniger zusätzliche Fähigkeiten.
Fähigkeiten und nur alle 4 Level einen Bonus. Das ist der größte Mist, weil alle 4 Level ist das richtig schlecht. Das hier ist gut. Begabt. Du verfügst über mehr angeborene Fähigkeiten als andere. Daher sind alle deine Anfangswerte um einen Punkt höher, aber du verlierst am Anfang bei allen Fähigkeiten 10% und erhältst pro 5 Level Fähigkeitspunkte weniger. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier zwar 10% reduzierte Werte, aber 10% bei 16%, das sind 1,6, also 2% weniger. Dafür haben wir jetzt hier überall bei Special einen Punkt mehr und deswegen nehme ich das. Begabt. Habe ich das jetzt? Jetzt habe ich's. Keine Ahnung. Achso, jetzt ist eingeloggt. Ja, dann können wir uns noch ein zweites Zusatzmerkmal nehmen. Aber ich nehme erstmal noch kleine Waffen. Das finde ich sehr wichtig. Wir haben nämlich noch 2 Stück übrig. Und, was nehmen wir noch? Reden vielleicht oder handeln? Handel treiben und damit verwandte Aufgaben. Die Fähigkeit, einen höheren Verkaufspreis und einen niedrigeren Einkaufspreis auszuhandeln. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Deswegen nehmen wir das mal. Auch wenn ich eigentlich nicht so der Händler bin am Anfang. Aber hier ist es, glaube ich, doch wichtig. Wir haben nicht so viele Waffen anfangs. Schätze ich. Und reden nehmen wir noch. Oder? Schleichen als erste Hilfe werfen. Nee, ich würde sagen, wir lassen das mal. Energiewaffen. Habe ich gehört, werden später sehr, sehr mächtig zum Ende des Spiels, aber noch brauche ich die nicht, schätze ich. So stabil. Nee, wilder Kämpfer. Ja, grausamer Tod. Das ist, glaube ich, sowas wie, wie heißt das im dritten Teil oder im vierten? Ja, ich glaube, man macht damit auch ein bisschen mehr Crit oder so. Nee, gar nichts passiert da. Treffsicher. So landet, was nicht so viel Schaden landest, aber mehr kritische Treffer. 17% kritische Treffer, wow. Ich glaube, das nehmen wir, oder? Du machst nicht so viel Schaden, aber dafür landest du mehr kritische Treffer. Ja, nehmen wir das einfach mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Was kann ich bei den Optionen noch? Achso, okay. Gut, wir starten, Leute. Ich bin gespannt, wie ich mich schlagen werde. Ha, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe. Okay? Ja, ich glaube, das Problem hier war nämlich, dass man... Ja. Sag ich gleich. Ja, das Problem hier war, dass man, glaube ich, nur eine gewisse Zeit hatte. Also man konnte jetzt, wie soll ich sagen, wenn man das verhauen hat von der Zeit her, dann ist das Spiel geendet. Ja, super, ne? So, was haben wir hier? Eine Leuchtfackel. Du siehst eine Leuchtrakete. Du siehst ein Stimpack und du siehst 10mm JHP-Munition. Ja, wie ihr seht, wir haben ein Messer und eine Knarre. Die Knarre ist sehr gut. Das ist, glaube ich, auch eine der besten Pistolen am Anfang. Wie kann ich denn die wechseln? Ich glaube, so habe ich die jetzt... Ne, so habe ich den Kampf aktiviert. Combat, weg aus dem Kampf gehen. So kann ich die Waffe... Ne, auch nicht. Wie kann ich denn die Waffe wechseln? Ich weiß noch, mit B... Was mache ich mit B? Da hat er jetzt irgendwie den Turn beendet. Ach ne, mit B wechsle ich die Waffe. Okay, ja, ja. Ich muss halt erstmal ein bisschen klarkommen, Leute. Es ist alles noch ein bisschen kompliziert. Und die Ratten hier, die sind böse. Nur mal so.
Ich habe auch einen Pip-Boy, damit kann ich die Map betrachten. Das ist alles noch ein bisschen... Na guck mal, hier habe ich die Highlights noch. Scanner, kein Scanner installiert, super. Okay, es ist halt sehr klicklastig. Oh oh. Böse Maus, böses Mäuschen. Pau. Wie? Du hast keine Aktionspunkte. Was? Ich pack das ja nicht. Die kleine Ratte. Peng. Ich glaube, es hackt, Ratti. Die muss man übrigens auch immer nachladen, die Waffen. Denn sonst... Achso, ich bin außerhalb des Kampfs. Du hast für einen Trefferpunkt, wurde ich gezogen. Stich mir die Ratte ab hier. Genau. Oh, das war's. Ich bin sehr reaktionsschnell, deswegen kann ich gleich zweimal zuhauen. Guck mal, ich treffe die Ratte nicht. Au. Ich habe ja noch 30 HP. Sag mal, er trifft die Ratte nicht. Ich bin halt schlecht im Nahkampf, ne? Oh. Ich habe die Ratte getötet. Super. Die Ratte ist tot. Warte mal. Charakter. Karma. Ruf allgemein 0. Zeigt an, wie die Entscheidung, wie sich die Entscheidung auswirkt, die du während des Spiels getroffen hast. Zwei Ratten habe ich schon getötet. Das ist super, ne? Ja. Pip-Boy im Kampf nicht verfügbar? Ich bin im Kampf? Ich mal die Knarre hier. Achso, ich war gar nicht im Kampf. Das hat das Spiel mir nur vorgegaukelt. Nein, 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 Ratti. Hier. Mach das nicht. Tot. Ha. Für 9 Trefferpunkte. So, Combat. Irgendwie, ich kenne die ganzen Tasten nicht mehr, aber ich weiß, also mit B konnte ich ja einfach verwechseln, habt ihr gesehen. Über Ratten. Was, wenn ich jetzt nämlich so mache, ich weiß gar nicht, habe ich dann jetzt automatisch die Pistole irgendwie ausgerüstet und schieße dann? Nee, guck mal, ich weiß halt nicht, was dieses Symbol jetzt bedeutet. Ihr könnt mir natürlich Tipps geben, wenn ihr möchtet. Ach so, so kann ich dann... Ahaha, das ist Watz, da kann ich jetzt genau auswählen, wo ich hinschießen möchte. Auf den Kopf natürlich. Bam. Ich habe den Kopf getroffen und sie lebt noch, oder was? Ja genau, mit Watz habe ich jetzt halt eben die Möglichkeit, Körperteile anzuvisieren. Hallo? Oh. Ich musste reloaden. Peng. Cool. Ich weiß gar nicht, liegt hier noch was? Da geht's nicht weiter. Problem ist eben, dass ich nur begrenzte Munition habe. Reloaden wir mal. So. Wo muss ich denn... Man kann eben auch nicht so weit sehen, nur einen gewissen Radius immer. Ich laufe jetzt einfach hier durch. Ich lasse die Ratten mal Ratten sein, weil Munition ist rar. So, ich weiß gar nicht, ob es hier noch was aufzusammeln gab, aber ich schätze mal nicht. Du siehst Knochen. Und hier neben kann ich raus über diese Felder. Seht ihr dann diese eingefärbten Felder? Ich will noch mal ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht, ob hier noch was war. Die Ratten. Komm, laufen wir ein bisschen schneller. Ja, es ist halt alles noch ein bisschen störrischer, noch alles ein bisschen oldschooliger. Oh Gott, nicht beißen. Peng. So, ich weiß... Oh, nee, nicht aus dem... Aus dem Kampf bitte, ich will nicht schießen. Skilldex? Ach genau, guck mal, da kann ich jetzt schleichen. Wenn ich hier drauf gehe auf Erste Hilfe, kann ich mich heilen. Das kostet aber jedes Mal Zeit, was ziemlich schlecht ist, wenn ich mich so heile. Und natürlich haben wir nur begrenzte Zeit und es ist auch nicht immer ein Garant dafür, dass es was bringt, weil... Nö. Wie gesagt, unser Heilenskill ist nicht sehr hoch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mich öfter mal so geheilt, statt mit Stimpacks, dass mir irgendwann die Zeit ganz schön knapp wurde. Nach einer Stunde schon sind sehr viele Tage vergangen, nur durch dieses blöde Heilen, deswegen lasse ich das. So, gehen wir mal weiter. So, wir können es jetzt aussuchen, zur Vault rüber zu gehen, zur Vault 15. Die ist hier und das machen wir auch mal. Das ist natürlich alles schön hier in Echtzeit. Ihr seht, oben läuft so ein Timer runter. Ich sehe den leider nicht richtig, weil meine Zeit drüber ist. Also meine Aufnahme. Das ist ein bisschen doof. Ja, die Karte ist riesig. Oh, guck mal, da ist schon was. Ein Dörfchen. Ein Dörfchen, unbekannt. Willkommen in Shady Sands, Fremder. Bitte steck deine Waffe weg, wenn du hier bist. Ja gut, kann ich ja machen. Kann man ja mal machen, ne? So, die sind nämlich nett, die Leute. Und deswegen will ich sie nicht aufstacheln. Hallo. Ich kann mit ihm reden. Du siehst Seth, den Anführer der Wachen von Shady Sands. Guten Tag, mein Name ist Seth. Womit kann ich dir helfen? Ich brauche ein paar Informationen. Informationen? Was willst du denn genau wissen?
Erzähl mir was über diesen Ort hier. Shady Sands ist eine friedliche Gemeinde. Wir haben unser eigenes Bewässerungssystem, sodass wir Anbau betreiben können. Wenn wir nicht dauernd von den Red Scorpions und Gangsterbanden tyrannisiert würden, ging es uns ganz gut. Erzähl mir was über die Red Scorpions. Diese verdammten Red Skorpione fallen unsere Brahmen an, seitdem wir hier sind. Keine Woche vergeht, ohne dass diese Viecher einen von unseren Leuten vergiften, der sie aus den Ställen vertreiben will. Letzte Woche hat's Bruder Jarvis erwischt. Raslo, unser Arzt, ist auf fieberhafter Suche nach einem Gegengift. Hey, vielleicht kannst du uns ja helfen. Wieso sprichst du nicht einfach unseren Anführer Aradesh? Ja, es geht sehr schnell, die Texte. Ich versuche das mitzulesen, aber es ist... Naja. Gut, erzähl mir was über diesen Ort hier. Das hatten wir schon. Shady Sands, bla bla bla. Erzähl mir was über die Gangster. Es gibt mehrere Gangsterbanden. Ich heuer Leute wie Ian als Wache an, die sie vertreiben, so helfen. Südöstlich von hier gibt es eine Bande, vor der du dich in Acht nehmen solltest. Ja, das war... Nee, Bata. Kann ich noch handeln mit ihm? Eigentlich hat jeder was zu handeln. Das sind übrigens die Kronkorken. Und das ist ein Seil. Was kostet denn das? 24. Da steht zwar Dollar, aber es sind halt wirklich auch hier Kronkorken. So wie in, Offer? Nein. Kann ich da irgendwie raus? Es sind wirklich Kronkorken wie in Fallout 3 oder New Vegas. Eigentlich die Haupthandelsware. So, wer bist du, Troller? Willkommen in Shady Sands, Reisender. Ich heiße Katrina. Meine Aufgabe besteht darin, Fremde zu begrüßen und ihnen unser Dorf zu erklären. Wenn du mir zuerst einmal zuhörst, gibt es weniger Probleme. Ich suche einen Steuerchip. Hast du einen gesehen? Ja, mein altes Zuhause, Vault 15 hatte einen. Ich bin seit meiner Verletzung nicht mehr dort gewesen, aber vielleicht findest du dort, was du suchst. Jemand hat erzählt, dass sie zur Vault gegangen sind, um sie anzusehen. Umzusehen, aber es war zu dunkel und der Aufzug war kaputt. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Ja, das brauche ich nicht. Tschüss. So. Ja, wir müssen uns natürlich erstmal ein bisschen umsehen hier. Wer bist du? Ein Bauer. Wenn die keine Namen haben, sind sie, glaube ich... Ja, ich habe dir nichts zu sagen, Fremder. Sind sie recht uninteressant, die Leute. So, ich kann mich auch hier überall ein bisschen umsehen. Ein Tisch. Ah, die Wache von Shady Sands. Willkommen, Fremder. Wir sehen Leute wie dich selten. Warum nicht? Hör zu, Shady Sands braucht Leute wie dich vom Hub oder von Junktown oder wo auch immer du herkommst nicht. Wir kommen ganz gut alleine zurecht. Der letzte Händler vom Hub hat uns eine kaputte Bewässerungspumpe verkauft. Wir haben genug von euren schmutzigen Geschäften. Du verstehst das ganz falsch. Ich bin nicht so einer. Ja, sicher. Das sagst du. Mach bloß keinen Ärger, okay? Ja, mal gucken, was der hat. Hast du was zu handeln? Auch nur Kronkorken. Ja. Ich glaube, die wiegen nichts, soweit ich weiß, die Kronkorken. Deswegen kann ich davon unendlich mitnehmen. Ja, kein Problem. Tschüss. Nee, tschüss. Kann ich da hingehen oder will er mich dann umbringen? Ach nee, ich muss die Tür öffnen. Ja, man kann natürlich auch Leute beklauen, was nicht so gut ist. Auch ein Bauer. So, gehen wir mal hier rein. Wen haben wir da? Hallo. Ist hier jemand? Hier sind lauter Regale und keiner ist zu Hause. Ein Bett. Ah, ein Regal. Komm schnell, mal gucken, was die da haben. Macht man zwar nicht. Oh, was ist das? Ein Pfadfinderbuch. Das nehmen wir mal mit. Ich habe nichts geklaut. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich hoffe nicht, dass man irgendwie hier belangt wird dafür, wenn man jetzt in leeren Häusern was mitnimmt. Ich weiß es gar nicht. Es kann aber sein, dass die das irgendwie mitkriegen und mich dann darauf ansprechen und mich dann töten wollen. Ja, ich sehe eine Wand. Raslo. Raslo. Ich bin Raslo. Kann ich helfen? Ich brauche Heilung. Lass mal sehen. Du bist nur leicht verwundet. Ich empfehle dir etwas tiefen Schlaf und eine kleine Pause. Du wirst mit der Zeit von allein wieder gesund. Okay. Ist ja nett. Wer ist sie? Raslos Frau. Du siehst durcheinander aus. Brauchst du Hilfe? Ich brauche Heilung. Mein Mann Raslo kann dir helfen. Frag ihn. Ja, toll. Der hat mir nur gesagt, ich soll pennen gehen. Was ist das? Das ist wie so ein Allgemeinmediziner, der einem sagt, ja, schlafen sie ein bisschen, ne? Ruhen sich aus und dann werden sie von alleine gesund. Ja, ja, die Leute kennen wir ja. Super Tipps. Dafür haben sie studiert, ne? Oh, guck mal, da unten ist eine Frau. Wer bist du denn? Ein Bauer. Was? Du siehst einen sehr beschäftigten Koch beim Zubereiten einer Mahlzeit. Ich will essen. Gib mir was zu essen. Ich bin im Augenblick zu beschäftigt, um mich mit dir zu unterhalten. Ich muss dieses Essen fertig machen. Das riecht wirklich gut. Ich wette, dass es einfach toll schmeckt. Ah, sowas. Dankeschön. Ich bin sicher, dass es dir schmecken wird. Danke für das Kompliment. Ich werde allen meinen Freunden von dir erzählen. Oh, habe ich was bekommen jetzt? Habe ich was? Nee, ich war einfach nur nett. Ich dachte, ich kriege jetzt was zu essen. Blöde Kuh. Aradesh. Your business in Shady Sands might be... Hm.
Ich komme aus einer Vault westlich von hier. Meine Leute verdursten dort und ich muss einen Steuerchip für das Wasserreinigungssystem finden, um sie zu retten. Wanderer, I shall believe you for now. You may enter Shady Sands, but be warned, your every move will be watched. Ist ja nett. Danke, kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Certainly. What do you wish to know? Was gibt's hier denn so? Oh my, yes. Great packs of rad scorpions are killing our herds. We don't know where they're from, and no matter how many we kill, there's always more. Okay, erzähl weiter. And now the monsters are attacking my people. Raslo is trying to find a cure for their poison, but I'm not sure how it goes. Ich werde dir helfen, sie loszuwerden. Yes. Please talk to Raslo. He possesses far more information on these creatures than I. Okay. Ich wollte aber noch mal mit dir reden, Mensch. Was hast du noch zu handeln, Mensch, Kerle? Der hat nur ein Messer. Ne, brauche ich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Signalfackeln irgendwie brauche. Kannst du mir was über Shady Sands erzählen? Shady Sands is much like a family, one that keeps to itself. Interessant. Gibt's hier noch andere Städte? Junktown lies south of here, though there is little in the way of visitation. From stories, I'm certain there are cities south of that. Danke. Kann ich dich noch was fragen? Certainly. What do you wish to know? Nö, gar nichts. Ich will nichts wissen. Alles cool. So, hier gibt's noch ein paar Häuser, die will ich mir noch ansehen. Die wollen wir uns noch ansehen. Dralala. Was haben wir hier? Oh, wer bist du denn? Du siehst eine Wache. Wer ist das? Du siehst einen kleinen, kräftigen Mann. Und noch eine Wache. Und noch eine Wache. Warte mal, ich werde mal was testen. Pip. Nein. Guck mal, das hier ist weg, der Knopf. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Da war's. Wir speichern mal. Ihr seht, ich habe schon Test und lalala. So, da war ich, glaube ich, in wo? Vault 15. Okay, das speichern wir. Das nennen wir Bru 1. Ne, nicht 2, 1. So, dankeschön. Zack. So. Ich will nämlich mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt hier hingehen und das Regal untersuchen. Mal sehen, ob dann einer meckert. Oh, ich durchsuche das Regal. Ah, oh, was ist das denn hier? BB. Okay, das ist ganz viel Munition. Kann ich die nicht mitnehmen? Nimm die doch mal mit. Alle. Okay, ich kann alle mitnehmen. Alles mitnehmen. Ah, sagt keiner was. Cool, ich dachte, sie meckern jetzt. Das ist ja geil. Wer bist du denn, kleiner Mann? Hallo Fremder, du schaust neu aus. Wie heißt du? Ich heiße... Nan. Okay, schön dich kennenzulernen. Ich heiße Ian. Habe ich meinen Namen nicht benannt? Egal, dann bin ich halt Nan. was machst du hier? Ich war eine Wache für die Händler im Hub. Ich wurde aber bei einem Überfall von Banditen angeschossen. Ich bin hier geblieben, weil die Leute mir bei der Genesung geholfen haben. Mein Wissen da draußen und meine Erfahrung über da draußen machen mich hier nützlich. Shady Sands ist jetzt mein Zuhause. Manchmal besuche ich auch Junktown oder den Hub, um Handel zu treiben, da ich der einzige Mensch hier bin, der je wirklich den Ort verlassen hat. Okay. Tut mir leid mit deiner Verletzung. Danke, es halt gut. Raslo sei Dank. Erzähl mir über die Seth? Nee. Kannst du mir sagen, wie ich zum Hub und nach Junktown komme? Der Hub ist ein großes Handelszentrum weit im Süden von Shady Sands und wird von mehreren Karawantruppen von Händlern beherrscht. Den Water Merchants, den Crimson Caravan und den Fargo Bla. Ich konnte es nicht lesen. Südwestlich von hier. Es ist kleiner, doch man kann dort gut einen trinken gehen. Die Aufsicht dort hat einen Kerl mit dem Namen Killian Darkwater, der dortige Ladenbesitzer, Sheriff und Bürgermeister. Kannst du mir ein bisschen helfen? Deine Erfahrung wäre nützlich. Verlockendes Angebot. Hier wird's langweilig. Pass auf. Normaler Preis 100 Deckel und ich schlag ein. Nein, danke. Das ist mir zu teuer. Ich habe keine 100 Deckel. Wie viel habe ich denn überhaupt? Ich habe nicht mal Kronkorken dabei. Seht ihr mal. Pfadfinderbuch. Buch über die Methoden und Ziele der Pfadfinder mit sehr praktischen Informationen zum Leben in der Natur. Kann ich das irgendwie lesen? Ich kann das wohl lesen. Use. Lesen wir mal. Ah, du lernst viel über das Leben in der Wildnis. Okay. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, was ich jetzt gelernt habe. Naturbursche. Wahrscheinlich habe ich da jetzt was gelernt. Das hätte ich vielleicht lieber verkaufen sollen, das Buch. Egal. Jetzt haben wir es getan. Ich weiß es gar nicht, was das bringt. Kann ich nicht... Doch, da kann ich rennen. Aber hier ist nur eine Wand. Eine Wand.
Guck mal auf die Map, was haben wir hier? Oh, das ist schon alles gewesen, das waren nur so ein paar kleine Hütten. Okay. Shady Sands Rathaus. Na super. Das ist übrigens wieder ein Levelübergang hier, dieser grüne Fläche. Ja, dann gucken wir mal. Guck mal, das Coole ist, man kann hier durch die Fenster reinsehen, wenn ich davor stehen bleibe. Dann sehe ich da rein. Guck mal. Nee, doch nicht. Ich dachte, das geht. Schade. Ist mir eben so aufgefallen. Was haben wir hier? Eine Säule. Die Säule ist die Hauptattraktion von Shady Sands. Sie erzählt Geschichten um die Menschen und an Hoffnung und Frieden, die an Hoffnung und Frieden erinnern. Genau. Ist klar. So, wir können jetzt, glaube ich, schon zu den... Schön, dich zu treffen. Hallo, Bauer. Wir können jetzt schon zu Shady... Nicht Shady Sands. Wir können jetzt schon zur Vault. Und uns dort ein bisschen umsehen. Warte, das war ja hier. Oder wir gehen mal die Red Skorpione töten. Aber die sind ganz schön heftig, glaube ich. Ich bin da, glaube ich, sogar einmal gestorben mit einem anderen Charakter. Naja, wir machen das mal. Komm. Bring mich zu den Red Skorpion-Höhlen. Willst du wirklich den Weg zu den Red Skorpion-Höhlen wissen? Ich kann nicht mitkommen, aber ich kann dir den Weg dorthin beschreiben. Ja, gut. Und da sind wir schon. Es ging schnell, ne? Oh, Knöchelchen. Die Knochen einer großen, zweiköpfigen Kuh. Das ist ein Brahmin übrigens. Hätte ich jetzt schon einen Scanner, du? Dann könnte ich ja wenigstens mal gucken. Ah, vielleicht soll ich die Waffe noch ausrüsten, ne? Oh Gott. Und ich habe nur 66 Schuss. Das könnte knapp werden. So, wo sind denn die Skorpione? Ich glaube, ich muss alle erledigen, oder? Ich gehe mal systematisch vor. Ich glaube, man sieht die auch nicht so wirklich, bevor man... Oh, da unten ist einer. Seht ihr den Schwanz hier? So ein bisschen? Ja. Was ist denn das? Haufen Knochen. Alles Skorpion. Oh, da kommt er schon. Das sind riesige Viecher. Guckt euch das mal an. So, ich glaube, der Panzer. Na, geil. Schieß mal auf den Panzer. Bam. Oh, wurde für 20 Trefferpunkte kritisch getroffen und der harte Panzer ist durchbohrt. Krass. Krass. So, ich bin nochmal dran. Was nehmen wir? Nochmal Panzer, hä? Bam. Alter Schwede. Red Skorpion für 6 Trefferpunkte getroffen, ist tot. Wow. Ich bin so gut. Ich kann so gut schießen. Und was haben wir da? Ein Red Skorpion Stachel. Ja, ich glaube, die kann man verkaufen für ein bisschen Kohle. Wie viel habe ich denn an Belastung? Sieht man hier nicht? Gewicht 36. Wie viel kann ich tragen? Weiß ich gar nicht. Charakter? Was steht denn das? Ich weiß nicht, wie viel ich tragen kann, Leute. Aber ich brauche 1000 insgesamt für den nächsten Level. Und ich habe schon 200 für so ein paar Ratten und Skorpione, die ich getötet habe. Super, ne? Super. Das geht recht schnell hier. Wartet mal ab, wenn ich jetzt noch mehr kritische Treffer lande. Ja, du Sau. Oh, muss noch schießen. Auch wieder Panzer, oder? 64. Bam! Oh Gott, das waren nur 4. Ich laufe noch ein Stück weg. Ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man das macht. 56, ja, komm. Yeah! Für 5. Nochmal laufen. Und 95. Ja, das ist gut. Bam. Oh, der lebt ja immer noch. Alter Schwede. Au. Au. Und ich wurde vergiftet. Scheiße. Scheiße. Ist schlecht, ne? Peng. Ach, warum? Au. Die sind so stark, die Viecher. Nochmal auf den Panzer. Ach, du Kacke. Warum stirbt er nicht? Ah. Ich glaube, ich hau nochmal ab, du. Bam. Da ist er tot. Oha. Was hast du? Nee, was? Nicht genug. Ich will doch gar nicht. So, reloaden wir mal. 27 HP, das geht eigentlich noch. Könnt ihr nochmal speichern, ne? Ich speichere jetzt eigentlich immer am besten. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viele das sind. Ich will jetzt halt immer ein bisschen Lebensenergie. Das ist ziemlich kacke, wenn ihr mich fragt. Oh, da kommt das schon. Bam, ich schieße jetzt einfach mal drauf. Für 4 Trefferpunkte. Wolltest du mich verarschen? Hilfe. Und wieder ein Stück laufen. Der muss mir ja nachkommen. Dann kann er mich nicht so schnell treffen. Bam. 95% und ich treffe vorbei. Na komm. Ich warte den Turn ab. Bringt ja nichts. Der trifft mich jetzt eh zweimal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hat das Schaden gemacht. Oh Gott. Ist das heftig, Leute. Ist das heftig.
Ja, jetzt aus dem Kampf. Weißt du, dass ich jetzt auf den Kampf gehe? Oh Leute, ich muss hier auf jeden Fall ein Stimpack benutzen, sonst bin ich gleich tot, ne? So, warte. Ah ne, wie geht das? So. Und ich bin wieder voll. Gut, Stimpacks sind geil. Die heilen hier richtig viel. Warte, ist da was? Sind da Knochen? None. Du siehst none. Ah, hier ist auch nichts. Oh, da sind noch ein paar. Ach, du Heiliger. Ganz schön viele, ne? Wie viel Schuss habe ich eigentlich noch? 54. Ach, so viel habe ich gar nicht verbraucht. 12 Schuss erst. Bam. Und? Nicht kritisch, leider. Bam. Was? Du hast voll daneben getroffen. Nein. Du doofes Teil. Bam. Ich laufe nochmal ein Stück. Oh oh. Aber er kann nur einmal zuhauen, immerhin. Bam. Ach, komm schon. Nee. Ach, du Heiliger. Schon stirbt das Vieh auch mal. Nee. Au. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn ich immer wegrenne, aber ich tue es einfach. So, 3 Trefferpunkte. Ich glaube, ich sollte doch mal Wärts nutzen. Oh Gott. Aufs Hirn. Ins Gehirn. So. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwie Muni kaufen, wenn es geht. Kann ich überhaupt so viel tragen? Ich glaube, ich gehe wieder, wenn ich voll bin. Wenn ich keine Red Scorpion-Schwänze mehr tragen kann. Weil die kann man recht gut verkaufen, soweit ich weiß. Hallo. Hallo. Ah, da kommt er schon. Bam. Wie vorbei. Warte mal. Ich gehe mal näher ran. Bringt ja nichts. Ich komme jetzt eh wieder dran, hoffe ich. Warte mal. Aufs Hirn, oder? Ja, komm. Bam. Oh, für 5 Trefferpunkte. Toll. Au. Aufs Hirn. Ah, wie bei 70. Was? Du wurdest vergiftet. Ach, du Heiliger. Nö, das ist voll mies. Die hauen mich richtig weg. 5. Ach komm schon, was soll denn das? Ich schieße aufs Hirn. Aufs Hirn. Ja, schon wieder nicht. Meine Güte. Ich schieße so schlecht, obwohl ich das extra geskillt habe mit Kret und so. Oh Gott. Ich muss gleich nachladen. Schießt einfach auf den Panzer, was soll denn das? Was soll denn das? Jawohl, für 6. Guck mal, da treffe ich mehr als aufs Hirn. Schießt ihm eins ins Hirn. Komm her. Nein. Panzer. Und vorbei. Sag mal. Und er trifft mich auch nicht. Okay, gut. Uiuiui. Und schon wieder nicht tot. Wie viel haben die denn an Leben, bitte? Oh Gott. Ich bin gleich tot. Noch. Ja, aber du auch, du Sau. Gib mir dein Leben. Oh. So. Und auch wieder ein Red Scorpion-Schwanz. Nee, ich muss wohl doch gleich ein Medipack nehmen. Dingens hier. So, ein Steampack. Guck mal, das heilt mich nicht mal ganz. Ich glaube, die haben auch mal so eine unterschiedliche Heilwirkung, oder? Speichern wir. Aber das ist eigentlich sowas, das kann man, glaube ich, gleich am Anfang machen, je nachdem, wie stark man ist als Charakter. Na komm. Oh Gott, da kommt er schon angewetzt. Hilfe! Bam! Wie? Turn. Jawohl. Oh, was? Es steht eine große Wunde. Ja, ist okay. Au. Sag mal, 7 Punkte. Willst du mich verarschen? Für 6. Oh, komm schon. Was trifft er denn so hart? Stirb mal, du Mistvieh. Oh, ne. Oh Gott, will ich jetzt nicht... Oha, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Dass er nie aus dem Kampf geht, wenn ich einen Gegner töte. So muss ich ja erst. Oh Gott. Ich muss den letzten noch nehmen. Oh Gott, das hält mich jetzt wenigstens voll. Noch ein Skorpionschwanz. Oh, ich habe keine Stimpacks mehr. Das ist schlecht. Also noch 2 Skorpione hier. Schuss habe ich denn überhaupt? 32 noch. Ja gut, für die reicht's. Also wenn ihr mich jetzt nicht fürstlich belohnt, ne? Ich sag euch, Freunde. Das ist aber zappenduster für mich.
Oh, sehr gut. Das, wow, für 24 kritisch. Geil. Richtig geil. Ist Gott wie tot? Der ist tot. Der ist doch tot. Okay. Hallo, der liegt da tot auf dem Boden fast. Oh nein, doch nicht. Oh Gott. Dieses Scheißvieh, der war noch gar nicht tot. Ich pack's ja nicht. Ich hab schon gedacht, ne? Oh, was? Du hast die maximale Tragkraft. Ach, verdammt. Okay, dann kann ich jetzt... Ne. Kann ich den ablegen? Auf dem Boden. Hä? Für dieses Objekt ist kein Platz mehr. Wollt ihr mich verkohlen? So, wo ist denn jetzt hier noch ein Skorpion? Habe ich alle? Ich glaube, ich habe alle. Ne, da unten geht's noch weiter. Ach, Mist. Ach, Mist. Ich hoffe nicht, dass da noch einer ist, ehrlich gesagt. Weil, noch mehrere Skorpione schaffe ich jetzt wirklich nicht. So, da war's, ne? Oh, doch, da ist bestimmt noch... Oh Gott, da ist noch einer. Da sind bestimmt noch mehr. Da ist noch einer. Oh, nee. Leute, ich gehe ganz kurz zurück. Ich muss mal ein bisschen auffrischen. Da muss es doch irgendwo einen Händler geben, sag mal. So, wir gehen zurück nach... Raiders, da hab... Oh Gott, ich habe schon einiges freigeschaltet. Hä? Eingang. Gott. Yay, Leute, ich bin wieder da. Und ich muss was verkaufen. Wer von euch ist denn jetzt der Händler hier? Das Gift schädigt deinen Körper. Ja, ja, ist gut. Oh, ich könnte ja eigentlich die Waffe ablegen, ne? Huch, sollte ich vielleicht mal tun. Er hat ja gesagt, leg die Waffe ab. So. Reden wir mit Aradesh. Greetings. Martha, hast du was zu handeln? Bist du der Händler? Er ist auch nicht der Händler. Was ist denn das hier? Ein Speer. Was kriege ich denn hierfür, wenn ich das abgebe? So ein Skorpionsschwanz? Nein, dann... 10. Ja, gut. Dann mache ich mal alle 4. Und gebe mir mal dein Geld. Warte mal, alle. So. Zack. Handeln. Anbieten. So, was kriege ich hierfür? Alle 70. Wow. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Eigentlich nichts wollte gerade gehen. Ja, ja, tschüss. Wer ist denn der Händler hier, bitte? Habe ich noch nicht ganz geblickt. Ich brauche nämlich unbedingt ein paar Stimpacks oder sowas zum Heilen eben. Bartha, hast du Heilzeug, bitte? Oh ja, er hat zumindest mal Stimpacks. Das kostet... Ah, 129, willst du mich verarschen? Das sind ganz normale Stimpacks, ja? Das Messer gibt 60. 130. Och Mann, Kinder, das ist so teuer. Was soll ich denn machen? Die Bibi-Schuss brauche ich auf jeden Fall nicht. Die sind Quatsch. Soll ich da noch ein paar Kronkorken drauflegen? Ja, komm. 32 braucht er noch. Zack. Nee, Quatsch. Er braucht. Oh Gott, ich habe noch nicht mal genug Zeug dafür. Willst du mich verarschen? 96, alter Verwalter. So, 142. Dann nehmen wir die mal weg. Und 42. Na komm, gehen wir nochmal ein paar Bibi-Bullets. Ja, ich will jetzt nichts anbieten, weil dann gibt er mir weniger. Schweinebär. Gehen wir nochmal einen Stachel weg. Hallo? Ein Stachel. Dann. Und kriegst du noch 2 Kronkorken drauf, du Geizkragen. Meine Güte, ey. Für ein Stimpack werde ich hier arm gemacht, ne? Finde ich ja super geil von dem. Nein. Ach nee, warte mal, warte mal. Ich habe etwas Red Scorpion Gift hier. Kannst du da etwas anfangen? Zeig mal her den Sack. Ja, damit kann ich was anfangen. Cool. Okay. Hier, das schenke ich dir. Es wirkt ausgezeichnet gegen den Stachel eines riesen Red Scorpions. Darüber hinaus kann man es aber auch sehr gut als allgemeines Gegengift zur Vergiftungsbehandlung verwenden. Yay! Und du erhältst 250 Erfahrungspunkte für die Hilfe bei der Herstellung des Gegengifts. Des Gegenmittels. Jawoll, sehr gut. Und ich habe das Gegenmittel. Du siehst Gegengift. Flasche mit einem selbstgebrauten Mittel gegen Gift. Milchige Flüssigkeit versetzt mit Stücken von Red Skorpionfleisch. 1 Pfund. Ja gut. Ist ja nett, ne? Gibt er uns da einfach mal so Zeug.
weil ich ihm das gebracht habe. So, ich sag ihm nochmal, er soll mich dahin schaffen. Die Wache von Shady Sands. Bring mich zu den Höhlen. Ja, bitte. So, ich werde mir auf jeden Fall nochmal den einen Stachel da hinten holen. Weil das ist mir schon wert, die 10 Kronkorken. Ich meine, ne? Ist cool. Auf den Knochen kann ich gar nichts rausholen. Ich hätte das vielleicht später machen sollen, weil ich glaube, in der Vault, da war noch ein bisschen mehr. Also die Vault habe ich noch gemacht, sei gesagt. Aber da findet man, glaube ich, nicht das, was man sich so wünscht. Okay, die Skorpionleichen sind weg. Geil. Das Messer brauche ich übrigens nicht, deswegen habe ich es einfach verkauft. 29 Schuss, ja, das müsste aber reichen, ne? Das müsste reichen. Ich kann mich natürlich auch jedes Mal versuchen zu heilen. Mit meiner Erste-Hilfe-Fertigkeit, aber die ist halt sehr gering, leider. Was sagt man nicht, mein Level? Ach, ich habe ein Level-Up. Cool. Dann muss ich auf Charakter gehen, glaube ich. Ja, seht mal, ich kann jetzt hier Punkte verteilen. Bei Reden, Handeln, kleine Waffen oder Erste-Hilfe. Was ist Arzt nochmal? Zur Heilung großer Wunden und schwerer verletzter Gliedmaßen. Ohne diese Fähigkeit dauert es wesentlich länger, bis schwerverletzte Gliedmaßen wieder einsatzfähig sind. Und hier? Zur Heilung kleiner Schnitt- und Schürfwunden sowie anderer Verletzungen. Mit der Fähigkeit Erste Hilfe können im gleichen Zeitraum mehr Trefferpunkte geheilt werden als durch Ausruhen. Ja, da würde ich sagen, skillen wir das mal ein bisschen. Machen wir auf 40. Und wir nehmen noch den Rest in kleine Waffen. Dazu zählt halt eben die Pistole. Und guck mal, weil ich die Fähigkeit hier ausgewählt habe, kriege ich da doppelt so viele. Yay, das ist cool, ne? So. Guck mal, ich kann das sogar jedes Mal ausdrucken. Finde ich auch geil. So, 3000 bis nächster Level. Ist ja schön. So, jetzt kann ich nämlich gleich mal probieren nach dem Kampf hier. Muss erstmal hoffen, dass der mich jetzt nicht zerfleischt. Komm her. Ja, Red Skorpion, du Arsch. Oh Gott. Jawoll. 5 Trefferpunkte, ja, immerhin. Na, 7. Weg da. Haha. Ah, shit. Was? Wurde mit 10 Trefferpunkten kritisch getroffen. Und das mit einem kräftigen Schlag. Ja, durch eine Knarre mit einem kräftigen Schlag, oder was? Der lebt ja noch. Ich pack's ja nicht. Au. Hat mich getroffen. Aber wie hart wieder. Stirb. Dreckvieh. So, was hast du denn? Wieder ein Stachel für mich. So, wir können das jetzt mal probieren. Pip. Nee, das war's nicht. Was ist denn das? Skilldex, genau. Hier können wir jetzt Erste Hilfe mal testen. Und sehen, was es bringt. Ich verbinde mich mal. Und ich habe 5 Punkte. Nein. Das Gift schädigt deinen Körper. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Man muss es, glaube ich, eine Zeit lang dann ausruhen lassen. Oder? Und 30 Punkte, also 4 Punkte. Ja, und ich habe wieder einen durch das Gift verloren. Ist egal. Ist egal. Das ist, glaube ich, der letzte Skorpion hier, oder? Ja. Liegt da was? Ah, da liegt doch was. Ah, da liegt was. Geil. 10 mm JHP-Munition. Cool. 48 wieder. Na gut. Das hat sich gelohnt. Oh Gott. Mistvieh. Bam. Kritisch. Geil. Turn. Dann bin ich nochmal dran, hoffe ich. Bam. Für 3. Wie viel haben die eigentlich, diese Skorpione? Oh ne, der hat mich wieder hart getroffen. Bam. Oh, für 5. Verdammt. Stirb doch. Au. Au. Stirb, jawoll. Ah, für das Aufhalten. Du hältst 500 Punkte. Yes. 500 Erfahrungspunkte. Ja, ich habe sie alle besiegt, ne? Das ist cool. So, nochmal einen Stachel mitnehmen. Gibt's hier noch was? Man sollte eigentlich immer alles ganz gut absuchen, weil es stehen öfter mal... Oh, habt ihr gesehen? Da war noch was. 10 mm JHP. Geil. Man könnte auch natürlich mit so einem ganz tumben Nahkampfcharakter spielen, voll auf Stärke und alles. Da gibt es später, glaube ich, noch die Möglichkeit dazu. Das habe ich auch noch gemacht, ja. So viel sei gesagt. Also ich bin, glaube ich, bis nach Junktown. Und als ich in Junktown war, habe ich aufgehört. Nur mal so. Ja, dass ihr da Bescheid wisst, ungefähr so die Grenze, wo ich dann sage, es wird blind. Also vielleicht habe ich doch ein bisschen mehr als eine Stunde gespielt. Weiß ich gar nicht mehr. Es war aber lustig. Also es macht sehr viel Spaß, dieses Spiel. So. Ist halt sehr altbacken. Ich weiß auch nicht, ob es jeden so reizt, aber es gibt ja unter meinen Zuschauern auch ein paar Ältere, das weiß ich, also in meinem Alter so über 30, ne? Und die gucken sich das vielleicht gerne an, weil die haben es damals im Teenageralter schon gespielt.
Ich leider jetzt nicht so, weil ich hatte damals keinen PC, muss ich sagen. Ich habe eine ganze Zeit lang keinen PC gehabt und habe eigentlich nie so wirklich gezockt. Hatte andere Sachen zu tun. Arbeiten musste ich da ja und so weiter. Schule. Naja, wir gehen mal zu Aradash und sagen ihm, dass wir jetzt die Skorpione besiegt haben. Ich werde aber erst nochmal gucken, ob ich mich mit Erster Hilfe ein bisschen heile, weil ich glaube, das gibt auch Erfahrungspunkte, oder? Na, Hundi, wisst ihr auch. 17. Oh, das hat gar nichts gebracht. Das ist halt das Problem, wenn man es nicht hoch hat, das Erste Hilfe. Wie lange hält denn das Gift eigentlich? 17, 16. Toll. Danke. Ja, die Anstrengung könnte nicht töten. Mann. Soll ich das Gegengift schon nehmen? Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt anhält. Things are much more settled now. Raslo has been working on a cure for the Rad Scorpion poison, and with that we should be able to fight what's left of them. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich habe das Nest zerstört. You are truly a hero. Know that the people of Shady Sands are most grateful. Kann ich dich was fragen? Certainly. What do you wish to know? Was gibt's hier so? Ne, das hatten wir alles schon. Sag mir was über... Ach, weiß ich gar nicht. Da kann man ja eintippen, das wusste ich echt nicht. Ne, bringt ja nichts, weil er hat ja nichts. Man. Rest Review? Achso. Da kann ich mir die Dialoge nochmal ansehen wahrscheinlich. Sag mal, jetzt habe ich euch hier alles sauber gemacht und ich krieg nicht mal was dafür, ne? Voll nett. Das ist voll nett. Wo kann ich denn eigentlich hier schlafen? Darf ich irgendwo in so einem Bett pennen bei euch? Ich bin im Augenblick zu beschäftigt, um mich mit dir zu unterhalten. Ja, ja. Doofe Zippe. Ein Bett. Ein schön aussehendes Bett. Was kann ich... Ich glaube nicht, dass ich hier einfach schlafen kann, ne? Ne, glaube ich nicht. Ist das nicht ein Schrank hier? Das sind einfach nur Wände. Ein Ofen. Eine Vase. Schade. Ich guck mal, ob ich bei denen hier was mitnehmen kann. Die beschweren sich dann vielleicht, aber... Warte mal, Charakter, Charisma, Karma. 7 Ruf habe ich schon. Cool. Dafür, dass ich den Leuten hier geholfen habe. Das ist ja nett. Wie geht's? Gut, danke. Gut, gut, gut. Ich werde aber trotzdem mal speichern, bevor ich das jetzt ausplündere. Vielleicht haben die was gegen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die was gegen haben. So. Oh, das ist ja einiges. Ein Erste-Hilfe-Kasten. 5 Stimpacks. Krass. Eine Ärztetasche. Und, was ist das? Ein Erste-Hilfe-Buch. Goll. Der was dagegen? Die sagen da gar nichts. Das ist ja krass. Ich habe das echt nie probiert vorher. Und ich habe immer noch 7 Karma. Okay, die haben wirklich nichts gegen, wenn ich das mache. Geil. Richtig geil. Ein Erste-Hilfe-Buch. So, wir lesen das mal, weil ich glaube, das gibt mir Erste-Hilfe-Skill. Du liest, erlernst neue Heilverfahren, bla bla bla. Sehr gut. Wie hoch ist es jetzt, mein Erste-Hilfe? 46%. Wow, das hat sich schon gelohnt. Das hat sich echt gelohnt. Was macht die Arzttasche eigentlich? Also die große hier. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Kleiner Koffer mit medizinischer Grundausstattung. Verbandsmaterial, Pflaster, antiseptisches Spray und so weiter. 2 Pfund. Diese schwarze Tasche enthält Instrumente und, Präparate, um sie von Ärzten, wie sie von Ärzten benutzt werden. 5 Pfund wiegt es aber. Okay. Glaubst du, 6 Stimpacks? Ich meine, hallo? Wisst ihr, was die wert sind? Red mal mit ihr. Du musst morgen früh wieder kommen. Lass uns bitte in Ruhe schlafen. Ja, ja. Ich muss jetzt schlafen, glaube ich. Schleichen, öffnen, stehlen, Falle. Wo kann ich denn hier pennen? Ach so. Hä? Ach, da kann ich die Waffe wechseln. Okay. Ich speichere mal. Wie kann ich denn hier schlafen? Sag mal, muss ich da nicht ein Bett finden? Ich glaube, ich muss dafür ein Bett finden. Arztwissenschaft reparieren. Erste Hilfe fallenstellen. Öffnen, schleichen. Das wird nichts bringen. Hallo, kann ich bei euch pennen hier? Kann ich da... Oh. Ach so, da kann ich was einlagern sogar. Guck mal, cool. Nein. Leute, wie kann ich jetzt schlafen? Damit. Ich weiß das nicht. Ernsthaft. Status, Automaps, Archives, Aufseher Briefing, Shady Sands, Vault 13. Shady Sands, Vault 13. Ach, hier kann ich schlafen. Ruh dich bis zum Morgen aus. Um 6 Uhr, genau. Ja, wie lange habe ich denn Zeit? 143 Tage übrig. Oh, das ist ja eigentlich recht viel, ne?
Ist es jetzt morgens? Ist jetzt morgens? 6 Uhr? Ja. Dann gehe ich morgens nochmal hin hier. Zu denen. Die rennen aber auch den ganzen Tag rum, ne? Und machen hier nichts. Also die sagen halt, ich soll morgen wiederkommen, aber... So. Was hast du anzubieten? Die hat nur Kronkorken. Ich habe einen Schwanz für dich. So. 10 gibt es. Und du hast... So. Dann... Und handeln. Danke. Tschüss. Oh, das ist ein gutes Geschäft. Ich brauche Heilung. Ja, Raslo kann dir helfen. Der alte Raslo. Ich brauche Heilung. Nee, ich bin vergiftet worden. Lass mal sehen. Du bist wieder gesund. Sei in Zukunft vorsichtiger. Yay, der heilt mich einfach. Ich brauche Heilung. Natürlich brauchst du das. Lass mal sehen. Oh, großer Brahmin. Das sieht wirklich böse aus. Das kostet dich $50. Nee, ich habe nicht genug Geld. Du hast nicht genug Geld? Ich bedauere, aber meine Arbeitsmoral gestattet es mir nicht, dich umsonst zu heilen. Komm zurück, wenn du genug Geld hast, du Arsch. Was hältst du stattdessen von einem Red-Skorpion-Schwanz? Zeig mir mal den Sack. Ja, damit lässt sich was anfangen. Und für dieses großartige Geschenk kann ich dich natürlich auch heilen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Willst du dich nicht hinten etwas ausruhen? Bla. Okay. Na gut, dann. Alles klar. Hat er mich einfach geheilt. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ich wollte nicht so lange schlafen. 13 Uhr, wow. Ich habe mich da erst ausgeruht. Hallo nochmal, will nur mal reinschauen. War schön, dich wiederzusehen. Einen schönen Tag noch. Der ist aber ganz schön abweisend, der Kerle. Ne, sonst habe ich nichts mehr. Gut. Ja, schade. Dann hat sich das hier schon erledigt. Da bin ich ja fertig in Shady Sands soweit. Otter? Ich meine, hier war aber noch was, Leute. Ich meine, hier war noch was zu tun. Koch, vielleicht kriege ich jetzt was zu essen. Ich bin im Augenblick zu beschäftigt. Oh ne, ich will aber essen. Ich will aber essen. Ich kann die auch bestehlen, das mache ich aber nicht. Das gibt nur Ärger, Leute. War nicht irgendwo hier noch jemand, mit dem ich reden konnte? Ich weiß, dass hier noch jemand war. Ein Bauern. Boah, Bauer, du. Ne? Bauer. Bauer. Das ist ein Bauer, ne? Ein Bewohner. Schade, ich dachte eigentlich, hier war noch jemand. Sieht man ihn nicht auf der Karte, die wichtigen Personen? Auch nicht. Shady Sands und das Rathaus. Hm. Nee, dann halt nicht. Ich meine eigentlich wirklich, hier war noch jemand. Ah, ja. Okay, dann gehen wir weiter, was soll's. Tschüss. Tschüss, Shady Sands. Ich komme wahrscheinlich nochmal wieder, das weiß ich. Gut, was haben wir da unten? Was ist das? Weiß ich gar nicht mehr. Die Raiders. Oh ne, da gehen wir erstmal nicht hin. Wir gehen mal zur Vault, oder? Es kann übrigens auch immer zu Zufallsbegegnungen kommen. Soweit ich das weiß. Ich sehe übrigens wirklich nicht die Zeit hier oben. Also wenn ich da irgendwie Unsinn rede, während ich das mache, dann sagt mir das bitte. Okay, ein Wüsteneingang. Oh. Eine Leiter. Aha. Guck mal hier. Die Vault 15, die Höhlen. Oh, sind wieder ganz viele Ratten, ne? Ja, ich sehe schon. Ganz viele Ratten. Hau ab, du Radde. Ah, ich bin ja gar nicht bewaffnet. Doch, bin ich. Ups. Kann ich die schießen jetzt auf die? Aber ich brauche 5 Punkte, ne? Ne, natürlich nicht. Dumme Ratte, jetzt beißt die mich. Bam, da ist er tot. Haben die eigentlich was? Sonst hätte ich einen Fehler gemacht. Ne, die haben nichts. Wäre auch schön. Wenn die ein bisschen Rattenfleisch hätten oder so. Mm. So, die Vault. Die sieht ziemlich verlassen aus, aber das ist uns ja egal. Wir brauchen im Prinzip nur... Oh, oh. Höh! Alter Schwede! Was ist das denn? Eine Morbus-Ratte. Eine Mall-Rat. Krass. Peng. 5 Punkte. Oh, Kacke. Wie... die Höhlenratte. Oh nein, ich habe die Höhlenratte angeschossen. Ich wollte die Mall-Rat anschießen. Nee, jetzt kommt die auch noch dazu. 4. Ist ja süß, du scheiß Vieh. Für 5. Och, nö. Au. Und für 3. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja, ja. Guck mal, die stirbt halt nicht. Oh Gott, ich laufe mal ein bisschen weg. Oh Gott, ich werde sterben, Leute. Ich werde, glaube ich, sterben. Wenn das Vieh nicht drauf geht. Ach, du heiliger Bimbam.
Ach so, ich habe zu wenig Aktionspunkt. Ja, moin. Okay, ich bin tot. Krass. Okay, so schnell ist man tot in Fallout. Nett. Nettes Bildchen noch. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert, bitte? Da. Okay. Okay, dann war's das. Ich hätte noch Skorpionsschwänze loszuwerden. Und ich wollte geheilt werden. Warte mal, der sagt ja irgendwie, ne? Nee, komm wieder. Okay, na gut, Leute. Ich werde das jetzt nochmal alles machen. Soll ich mir die Signalfackel? Ne, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Was kostet das nochmal? 96. Ach, du blöder Abzocker. Nee, egal. Gut, Leute. Ich werde den Part mal hier beenden. Die Stunde ist, glaube ich, voll. Ja, ich brauche deine Hilfe. Bist du verletzt? Ja. Ah, habe ich. Nein, hab nicht genug Geld. Red Skorpionschwanz. Okay, danke. Ne, dann macht das auch so. Cool. Bin ich ja geheilt. Jetzt müsste es auch wieder Tag sein. Ist Tag. Super. Dann habe ich ja Zeit gespart. Alles klar. Oder? Wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt mich gerne, indem ihr es bewertet. Positiv natürlich. Schreibt mir einen Kommentar. Und mal gespannt, was so das Feedback sein wird. Ich freue mich schon drauf. Leute, wir sehen uns wieder zu Fallout.